Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann. Ja, wir sind hier fleißig noch am Roggenbrot backen. Müssen mal hier reinschauen. Hier ist schon wieder eins fertig. Und ja, nachher steht noch gute Feldarbeit an. Und zwar, unsere Felder sind eigentlich fertig wieder zum Ernten. Ja, hier werden auch schon wieder fleißig Teiglinge gemacht. Gucken, ob wir noch Platz haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch reingeht. Nee, das sieht nicht so aus. Gut, lassen wir den hier erstmal hier liegen. Und kümmern uns ein bisschen. Ja, wir kümmern uns um unsere Felder, würde ich sagen. Weil das ist natürlich jetzt auch ganz wichtig. Wir haben jetzt aktuell 144.402 Euro. Und ja, jetzt mit dem Sojabohnenertrag wird unseres Konto natürlich auch mal wieder steigen. Und wir können uns auch wieder ein paar neue Anschaffungen leisten. Gut, steigt mal jetzt hier in den Traktor. Und ja, schauen schon mal, wo der Abladehänger ist. Ich glaube, den hat man irgendwo hier vorne hingestellt. Müssen mal gucken. Ja, da steht er doch. Ja, und unser Mäher steht auch schon bereit. Ich würde sagen, wir hängen den jetzt erstmal hier gleich an. Na, noch ein Stückchen. Ups, das war mal richtig. Mit Wucht. So, ich habe auch mal hier endlich mal mein Lenkrad angeschlossen. Da sieht das alles schon mal ein bisschen besser aus. Da zittert nicht mehr so viel, alles am Lenkrad. Ja, da sieht auf jeden Fall besser aus. Ich würde sagen, wir machen hier hinten erstmal das Feld, weil ja, hier vorne, das ist ein bisschen so, ja, so ungenau. Also das, manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Das haben wir ja schon gesehen in der anderen Folge. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir machen hier hinten das zuerst. Und ja, fangen dann auch schon ein bisschen an mit dem anderen Feld. Lass mal gucken, welches Feldnummer das hier war. Ach so, die 5. Und wir machen jetzt erstmal die 4. Gut, halt. Traktor machen wir aus. Und da laufen wir erstmal schnell zu unserem Treasure. Ja, hier ist alles gut, ne? Ja, erntereif. Also, alles fertig. Gut, wir steigen mal hier ein. Hängen natürlich unseres Mähwerk hier erstmal dran. Ich hoffe, das heißt so. Aber ich glaube schon. Nur Schneidwerk. Oder? Ich weiß es nicht. Ja. Wenn ihr das wisst, könnt ihr natürlich mir das mal schreiben in den Kommentaren und ja, mir eines Besseres belehren. Immer gerne. Man lernt ja nie aus. So, los geht's hier zum Feld 4. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da so, ja, was da so rauskommt, wie momentan die Kurse sind. Ja, da müssen wir mal schauen. Da habe ich jetzt wirklich noch gar nicht so geguckt. Wo wir natürlich das Beste vom Preis her kriegen. So. Gut. Na, bleib doch mal stehen.
Gut, ich würde sagen, damit das für euch nicht so langweilig ist oder wird, machen wir das Ganze in Zeitraffer. Zurück hier und ja, haben natürlich auch eine fleißige Ernte gehabt und ja, der Mäher macht das Feld 4 jetzt noch fertig und ich würde sagen, wir schauen uns mal noch die Kühe an. Ja, da ist natürlich auch noch ein bisschen was zu machen und ja, lassen den Traktor hier vorne stehen am besten. Und wir fahren noch ein Stückchen ran. Und ja, da kann er das hier noch ein bisschen fertig machen. Das zweite Feld. Und wir gucken uns mal ein bisschen die Tiere an, ob die alles haben. Und natürlich müssen wir auch noch mal gucken in unsere Backstube, wie es da jetzt aussieht. Weil es hat ja doch schon ganz schön lange gedauert hier, dieses Feld abzuernten. Aber ja. Es lohnt sich natürlich immer. Und vor allem auch Sojabohnen. Die lohnen sich eigentlich immer. Gut, dann gucken wir mal schnell noch in der Backstube. Wie schaut's denn da jetzt aus? Ich hoffe, ganz viel Brot ist schon fertig. Na, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, manchmal bleibt man hier einfach stehen. Ich weiß auch nicht. Geht's irgendwie nicht weiter. Oh ja, wir haben auf jeden Fall schon mal reichlich Teiglinge noch. Und wie sieht's hier aus? Ja. 2 Roggenbrote sind schon wieder fertig. Das ist ganz gut.
Und ja, ich muss hier, glaube ich, nochmal was umstellen. Ja, das hier. Genau. Jetzt können wir uns auch die wieder schnappen hier. Na. Ja. Na, komm schon her. Also, geh doch. So, hier in die Kiste. Na. Ja. Oh, schon wieder das nächste fertig. Also es geht eigentlich schon manchmal relativ schnell. Vielleicht kommt er das ja auch nur so vor, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Manchmal habe ich das Gefühl jedenfalls, es geht schnell, Brote herzustellen. Tja, manchmal dauert es auch irgendwie. Ja, ich glaube mal, das ist nur das Gefühl oder ja, weiß ich nicht, wie ich das benennen soll. Gut, wir machen hier zu. Und hier machen wir auch zu. Und ja, hier ist alles leer. Das können wir auf jeden Fall schon mal auffüllen. Und ach, da haben wir noch Wasser. Okay. Füllen wir hier gleich nochmal was ein. Gucken. Ja. Passt soweit. So, dann machen wir gleich wieder hier Hefe rein. Ich glaube, immer so ein Päckchen, oder? Päckchen Hefe, ja, ist weg. Oh, da geht sogar noch ein bisschen mehr rein. Okay. So, jetzt brauchen wir hier das Roggenmehl noch. Und dann können wir das natürlich auch wieder gleich starten. Und ja, machen das mal. Gut, wir haben hier noch. Oh ja, es wird auf jeden Fall voll. Wir gucken mal. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Wie schaut's hier aus? Ja, eins ist wieder fertig. Das ist gut. Ja, da können wir auch schon wieder so ein Brot-Tagling hier reinmachen. Ja, wieder eins. Schönes warmes Roggenbrot. So. Gut, das hätten wir erstmal. So, dann schauen wir uns erstmal hier die Tiere an. Wie sieht es hier aus? Ah, ich will es gar nicht sehen, das Chaos. Ich glaube, ja. Es gibt Chaos. Aber von Feinsten. Ja, so sollten, wie gesagt, die Eierkartons hier nicht spawnen. Sondern eigentlich schön gerade hier die ganze Fläche lang. Aber ja, da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Aber es ist, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal erwähnt gehabt, in der neuen Version haben sie das, den Fehler auf jeden Fall behoben. Und da sollen auf jeden Fall die Kisten wieder ordentlich liegen. Und ja, nicht mehr so. So ein Chaos hier wie jetzt. Also ich bin mal gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich angucken, ob das auch funktioniert. Weil, ja. Wir wissen ja, wie es aussieht. So, wir haben einen Haufen Eier. Ich glaube, irgendwann wird es auch Zeit, dass wir ein paar Hühner verkaufen. Weil die werden ja immer mehr. Die vermehren sich ja natürlich und ja. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall welche verkaufen. So, wir tun die jetzt erstmal hier alle hier irgendwie hier rüber, damit das Chaos hier ein bisschen weg ist und das hier wieder, ja, quasi das nächste Chaos passieren kann. So, na, kommst du her? Jetzt. Gut, die werden wir auf jeden Fall noch alle in Hofladen bringen. Und ja, wir gucken natürlich auch mal ein bisschen auf die Preisliste, wie jetzt momentan so die Preise sind für die Eier, was wir da so ungefähr bekommen.
Und ja, vergleiche das mal ab. Aber auf jeden Fall, die Ladung geht erstmal in den Hofladen. Das mache ich dann später. Und ja, das wäre jetzt so aufwendig, wenn ihr das auch noch sehen würdet, wenn ich jetzt hier jede Kiste rumtrage und so. Ja, das ist auch ein bisschen langsam, langweilig und langsam alles, ja. Gut, das mache ich dann auf jeden Fall dann später und tu das dann in den Hofladen. Gut, jetzt schauen wir mal noch nach den Kühen. Da können wir eigentlich hier gleich gucken. Wie sieht's denn aus hier? Produktion 100%. Die haben quasi noch alles, was sie brauchen. Milch haben wir auch schon 20.134. Ja, das ist ganz gut. Und das nächste Tier in 199,15 Stunden. Aha, okay. Gut, ja, das dauert noch ein bisschen, bis da mal ein bisschen Nachwuchs kommt. Gülle haben wir auch schon 17.161. Mist haben wir auch schon, okay. Das ist eigentlich ganz gut. Die Milch, das interessiert uns natürlich. Weil wir wollen ja natürlich auch wieder Käse machen. Und ja, dafür brauchen wir jetzt erstmal die Milch. Jetzt haben wir keinen ordentlichen Traktor hier. Ja, nehmen wir schnell den. Den haben wir eigentlich noch gar nicht genommen. Und ja, ich würde mal sagen, so toll ist der auch nicht. Mal so ganz leise gesagt. Aber naja. Gut, dann muss ich jetzt mal überlegen. Ach ne, wir haben ja noch etwas. Wir haben hier zwei solche Tank. Oh, das war ganz schön schnell jetzt. Ja, hier haben wir ja noch einen stehen. Und den werden wir uns jetzt schnappen. Und werden eigentlich sozusagen das erste Mal. Ach nein. Falsche Taste genommen. Eigentlich das erste Mal Milch abholen bei unseren Kühen. Ich hoffe, das funktioniert. Aber müsste eigentlich, ist ja eigentlich der gleiche. Ist ja eigentlich der gleiche Hänger, den wir ja auch nehmen für das Wasser. Also von daher müsste das funktionieren. So, wir fahren jetzt mal hier fix rein. Und schauen uns mal die Sache an. Ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz genau, wo wir ungefähr hin müssen. Ich hoffe, da kommt irgendwie was, wo wir das dann sehen können. Machen wir hier die Luke auf. Und fahren hier mal rückwärts. Also wie gesagt, ich habe das hier noch gar nicht ausprobiert. Wie das funktioniert. Ich glaube, wir müssen mal hier aussteigen. Ich glaube, hier irgendwas anschalten. Oder? Ah, jetzt passiert hier was. Und jetzt müssten wir eigentlich. Nee. Wie war denn das? Ach ja. Wenn hier mal was klappen würde, wäre das einfach super. Aber es war doch hier so. Man muss, glaube ich, hier heranfahren. Und
irgendwie das überladen. Ah, hier müssen wir. Ach, hier ist gar nichts drin. Okay. Warum ist hier nichts drin? Na. Entschuldigung. Mischpur anschalten. Aha. Jetzt haben wir es doch. Glaube ich doch. Abladen. Schauen wir mal, ob hier was passiert. Ja, jetzt werden sie gemolken. Gucken. Ja. Ah, es krabbelt im Hals hier auch noch. In der letzten Minute hier. So. Was ist denn hier? Upload beenden. Nee. Ach so, wir müssen noch starten. Ah. Jetzt wird da natürlich ein Schuh draus. Gut, also wie gesagt, ich lade das dann hier in das Fass rein. Wir sehen auch schon, ja, es füllt sich. Und ja, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Seid also gespannt, wenn wir dann unsere Milch dann endlich wieder abladen und endlich wieder Käse herstellen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.